So, auch jetzt zur zweiten Runde. Für alle, die jetzt erst einschalten. Die zweite Runde beginnt und wir machen jetzt Hafercookies mit Bananen. Da haben wir auch schon mal was Tolles vorbereitet hier. Und zwar, was brauchen wir, Emil, für unsere Hafercookies? Also Nüsse, Haferflocken. Genau. Wollen wir mal dran riechen an dem Gewürz? Vielleicht erkennst du es ja. Pfeffer? Nee, warte. Das weiß ich. Zimt und Zucker. Zimt ist drin, Zucker nicht. Zucker lassen wir ganz bewusst weg. Die Süße, die holen wir uns aus einem Obst. Dann haben wir noch Bananen. Genau. Das heißt, wie viele Zutaten brauchen wir für unsere Hafercookies? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das, die Tasse mit Wasser, die lassen wir jetzt mal außen vor. Also 1, 2, 3, 4. Vier Zutaten? Vier Zutaten. Simple Sache, sehr schön. Was machen wir als erstes? Wir müssen erstmal Bananen schälen. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht grüne Bananen nehmt. Also sie sollten schon ein bisschen reifer sein. Da der Tipp, genau, oder schön gelbe. So wie die hier. Richtig. Also auch Bananen, die ihr länger schon zu Hause zu liegen habt, kann man wunderbar dafür benutzen und damit verarbeiten, genau. Emil, dich würde ich bitten, eine Banane für dich, eine Banane für mich. Die Schale muss ab. Sehr gut. Was soll ich nehmen? Also? Du machst es so. Ich habe mal gelernt, die Banane von unten zu schälen. Geht wohl einfacher. Jeder so, wie er gerne möchte. Ich mache es immer von oben. Du machst es von oben. Die Schale kannst du hier auf das Brett legen. Genau. Das machen wir sehr gut. Magst du Banane? Ja, die kann man ja auch wunderbar so essen. Aber wir wollen heute ein paar Cookies backen. Soll ich jetzt die quetschen? Ja, warum quetschen wir die Bananen? Ganz einfach. Weil es Cookies werden. Weil es Cookies werden sollen. Und diese Cookies, die bestehen ja aus Hafer und Bananen. Und damit sich die Haferflocken schön mit der Banane ein bisschen vermengen können, müssen wir die Banane etwas quetschen. Können wir einmal hier so zeigen. Hier übrigens unsere ganz tollen Teller mit Anni-Ahorn drauf. Und welchen Teller hast du? Der ist hier drauf? Unser Bonifatius. Die kochen gerne mit. Also, ich nehme jetzt die Bananenstückchen, mache die halt mit der Gabel, quetsche die ein bisschen klein. Die Eltern mit Kleinkindern können das noch viel besser als wir, weil die dann für ihre Kleinkinder auch die Bananen zerquetschen. Und geht einfach, oder? Sehr gut. So, was haben wir noch genommen? Wir haben Haferflocken. Allerdings habe ich die zarten genommen. Ihr könntet auch die kernigen Haferflocken nehmen. Dadurch wären die Cookies einfach ein wenig kräftiger, ein bisschen kerniger. Die zarten, das ist aber allerdings der Vorteil, dass der Teig ein wenig weicher ist. So, wie sieht es bei dir aus, Emil? Gut. Gut? Na, sieht doch schon lecker aus. Würdest du das so schon essen wollen? Ja, ich auch. So, dann bin ich schon mal durch, gebe dann die erste Hälfte. Achso, zum Ritt. Ist etwas runtergefallen. Von deinem Teller? Das ist nicht schlimm. Übrigens zum Rezept, 2 Bananen, 100 Gramm Haferflocken, 2 Teelöffel Zimt, wer Zimt möchte. Ansonsten könnt ihr den Zimt auch weglassen. Und jetzt kommen wir noch zur vierten Zutat. Ich habe mich jetzt für Mandeln entschieden, für gehobelte Mandeln, weil die ein bisschen weicher sind. Ihr könnt aber auch sonst alles nehmen. Ihr könnt Haselnüsse nehmen, Walnüsse. Was fallen dir noch für Nüsse ein, Emil? Erdnüsse? Eigentlich habe ich noch nie Nüsse entschieden. Noch nie Nüsse? Okay. Noch nicht reingemacht. Na, dann heute das erste Mal. Mhm. Weiterhin könnt ihr nehmen Sesam, Sonnenblumenkerne, also könnt ihr wirklich alles nehmen. Achtet nur darauf, dass sie nicht ganz so hart sind. Aufgrund der Milchzähne bei den kleinen Kindern. So, dann, Emil, können wir... Brauchst du ein bisschen Hilfe? Na, ihr seht auch hier, motorische Übung wieder mit den Kindern, mit Messer und Gabel, beziehungsweise hier nur mit Gabel, könnt ihr sehr gut üben. Ah, ich finde, das machst du schon gut. Oh, wir machen die Bananen hier einmal klein und dann machen wir es mal zusammen. So, also hatten wir gesagt, 2 Bananen, 100 Gramm Haferflocken. Dann mischen wir das alles zusammen. Sieht aus wie Brei. Ja, Babybrei. Bist du auch noch Babybrei?
Ja. Schmeckt auch noch lecker. Welchen Babybrei isst du denn noch? Welcher ist denn dein Lieblingsbabybrei? Ich weiß nicht mehr, was da drin ist. Aber sie ist schon lecker, mega lecker. Mega lecker? Aber nicht so süß. Okay. So, das sind jetzt hier ungefähr 100 Gramm. Ich mache erstmal ein bisschen weniger rein. So, Emil, die Frage, möchtest du den Teig zerkneten, zerdrücken? Ja. Seht ihr, schon sind die Kinder beschäftigt. Ärmel hoch. Hände haben wir natürlich vorher gewaschen, ist ja selbstverständlich. Und dann ein kleiner Tipp von mir. Nimm nur eine Hand zum Zerdrücken und mit der anderen Hand hältst du die Schüssel fest. So? Genau. Und dann schön zermanschen. Ich gebe derweil auch noch einen Teelöffel Zimt dazu. Gebe ich noch mit rein. Und dann gucken wir mal, wie das Verhältnis ist, weil jede Banane ist wieder anders. Die eine hat ein bisschen mehr Wasser, die andere hat ein bisschen weniger Wasser. Deswegen erstmal nur die Hälfte an Haferflocken und dann nach und nach ein bisschen was dazugeben. Der Teig sollte so ein bisschen zähflüssig sein. Also nicht ganz weich, sondern ein bisschen zähflüssig. Sieht schon ganz gut aus. Und ich gebe dir nochmal Haferflocken dazu. Oder kann ich auch mit beiden Händen? Du kannst auch mit beiden Händen, dann halte ich fest. So, schön zerdrücken. Wonach riecht es jetzt? Nach Zimt. Nach Zimt, ja. Nach Bananen und nach Haferflocken. Und nach. Das ist auch schön, dass Haferflocken gut riechen. Ah, und nach Zimt riecht es. Ganz dolle nach Zimt. Ganz dolle nach Zimt. Magst du Zimt? Ja, okay. Ja, so ein bisschen wie Weihnachten. Aber das Gute ist halt bei Zimt. Reicht das? Ja. Warte mal, ich gebe noch ein paar Haferflocken dazu. Und noch ein paar Mandeln. Du kannst hier mal ein Tuch nehmen und die Hände abwischen. Und ich mache den Teig noch etwas homogener. Lecker, lecker. Lecker, lecker. Guck mal, da vorne ist noch ein Tuch. Ein kleines Küchenkrepp. Ganz wichtig ist hier bei dem Teig, gebt ihm 1-2 Minuten, dass er ein bisschen sich verbinden kann, damit die Haferflocken sich mit der Flüssigkeit von der Banane ein bisschen verbinden kann. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus hier. So, Hände wieder sauber. Ansonsten kannst du die Hände auch einmal waschen gehen im Waschbecken. Genau. Legen wir mal hier hin. Ich habe die Hände probiert. So, und der Teig soll jetzt 1-2 Minuten ein bisschen ruhen. So sieht er dann aus. So, Emil, jetzt ist unser Teig, hat ein bisschen geruht. Jetzt hat sich die Haferflocke mit der Banane etwas verbunden. Und jetzt versuchen wir hier aus dem Teig ein paar kleine Plätzchen zu stechen. Dazu ein kleiner Tipp, hat Emil schon richtig gemacht. Den Löffel in kaltes Wasser tunken, dann klebt der Teig nicht so an. Nimmst du mal ein bisschen. Ah, das wären große Cookies, ne? Kannst du drauf machen. Nee, ist okay. Wachst drauf. Auf das Blech suchst dir einen Platz. Ruhig weiter mittig. Nochmal hier. Und jetzt werden die Cookies platt gedrückt. Richtig. Bisschen mit Hilfe. Willst du platt drücken und ich mach dir die Kleckse immer rauf? Gut. Ja, unser Rezept reicht für ungefähr 5 bis 6 Cookies. Ja, das sieht sehr gut aus. Zur Backzeit, Ober- und Unterhitze oder Umluft, das ist eigentlich bei dem Rezept egal. Wichtig ist nur 160 Grad, ungefähr 10 bis 15 Minuten. Auch da müsst ihr ab und zu wieder reinschauen, um einfach zu gucken, wie die Cookies aussehen, da wirklich jede Banane einen anderen Feuchtigkeitsgehalt hat. Sehr schön. Lecker schmecken. Lecker schmecken. Mama hat den Kaiser gegessen. Nicht? Na toll. So, was können wir jetzt noch machen? Ihr könnt jetzt noch die Cookies verzieren. Entweder ihr nehmt Rosinen oder ausnahmsweise vielleicht auch mal kleine Schokostückchen. Aber die mögen wir gar nicht, oder Emil? Nein, wir auch nicht. Was wir jetzt noch nehmen, sind unsere
gehobelten Mandeln. Da können wir noch ein paar von rüberstreuen. Durch das machen? Genau, leg hier rein den Löffel. Du kannst ja auch ein paar Mandeln nehmen. Die müsst ihr gar nicht so fest andrücken, die Mandeln. Einfach nur rüberstreuen. Da ist dann nochmal ein kleiner Bräunungseffekt. Ja, sehr gut. Und dann geht unser Backblech auch schon in den Ofen. Bist du bereit, Emil? Sehr gut. Wunderbar. Und dann haben wir hier unsere 5 tollen Cookies. Kommen rein in den Ofen, mittlere Schiene, Klappe zu. Und die haben jetzt 11 Minuten bei 160 Grad. Jetzt mal gespannt. Vorsichtig, heiß, genau. Und kannst hierher kommen. Komm mal rauf auf deinen Platz hier. Auf deinen Thron. Ja. 4 Cookies. 3 für mich und 1 für dich. 3 für dich, 1 für mich. Oder ich esse alle 4. Oder 2 für mich und 2 für dich. Ah, okay, gut. Machen wir das so. Ja. Halbe, halbe. Wir brechen uns mal ein kleines Stück ab. Vorsicht, ist noch ganz heiß. So, bitteschön. Danke. Pusten. Kalt. Willst du auch mal probieren, Papa? Ja, probier auch mal. Die mega lecker ist. Finde ich gut. Wenn man möchte, kann man ja auch gerne noch ein bisschen Apfel reinmachen. Dann wird es noch ein bisschen säuerlicher. Oder ein paar Möhren. Oder für die Farbe etwas rote Beete.